So, ein wunderschönen herzlich willkommen zu einem, ja, Doom-Let's Play. Eigentlich mit bereits der zweite Versuch, denn der erste ist gestern etwas schief gelaufen. Egal. Genau. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich ein bisschen vorbereitet. Und zwar wollte ich ja eigentlich mit Proto-Doom und so weiter machen, wenn Extermination Day draußen ist, neue Version. Allerdings ist da ein bisschen stille Partie. Weder bei Brutal Doom, Brutal Doom ist ja eigentlich offiziell schon fertig, da ist ja die Version Gold draußen, aber die ist ja immer noch ein bisschen fehlerbehaftet. Denn die Bugs, die ich damals reportet habe per Video, die wurden leider immer noch nicht gefixt, aber egal. Aber auf Extermination Day, da sollte ja eine neue Version rauskommen, kam auch noch nicht raus und irgendwie scheint da alles ein bisschen still zu stehen. Deswegen nutze ich die Gunst der Stunde und fange etwas anderes Projekt an im Doom-Universum. Und zwar etwas, was sich an Call of Duty anlehnt und den super kreativen Namen benutzt, Call of Doom. Ja, genau. Wie man hier unschwer erkennen kann, habe ich hier noch ein paar Sachen. Also wir spielen zum einen Doom Ultimate. Mit Sigil, also quasi alle 5 Episoden, die mittlerweile draußen sind. Dann, wie gesagt, Call of Doom, die Version 21, die also aufbauend auf Brutal Doom 21 ist. Ist also eine relativ neue Version. Ist auch nicht die finale Version, aber gut, zum Spielen reicht es aus. Das Spiel ist ultra geil. Um den ganzen fürs Let's Play noch ein bisschen Drill zu geben, habe ich hier noch so ein Survival Patch mir gedownloadet. Das werden wir dann im Spiel sehen. Ja, ansonsten hier das ganz normale Doom High Texture Pack und ansonsten hier unser altbekanntes Background Musik Patch. Oder what? Whatsoever. Genau. Dann würde ich mal sagen, legen wir einfach mal direkt los. Ich hoffe diesmal auch mit der richtigen Aspect Ratio. Weil gestern habe ich nämlich den 16:10 aufgenommen. Habe ich den 16:10 gespielt, habe aber den 16:9 aufgenommen. Deswegen oben und unten ein bisschen was abgeschnitten war. Egal, heute sollte es passen. Sehr schön. So, genau, wie man schon unschwer erkennen kann, das Ganze basiert so ein bisschen, wie gesagt, auf Brutal Doom, in dem Fall Brutal Doom 21, ist also relativ aktuell. Und man hat aber, wie gesagt, das Look and Feel, die Waffen und sowas alles, halt aus Call of Duty. Und direkt am Start kann man auch schon sagen, wie man starten möchte. Quasi mit der klassischen Pistole. Dann kann man direkt am Start auswählen, welche Waffe man haben möchte. Will ich aber für das Play nicht machen, weil ansonsten würde man direkt eine starke Waffe auswählen. Naja, ist der Drill irgendwie raus. Dann kann man halt so eine Zufallsbox bekommen. Und das hier ist eher sowas, man kann... Ne, man hat da mehrere Slots bei Doom. So, wie man natürlich erstmal die Standardwaffe. Erste Episode. Und natürlich relativ stark. Das ist nicht vergleichbar mit der Brutal-Version. Das hier ist wesentlich lascher, angelehnt wahrscheinlich an Call of Duty, habe ich selber nie gespielt, kann ich daher nur vermuten. Auf jeden Fall ist das bei weitem nicht so hart wie Hardrealism Mode in Brutal Doom. Bis man hier stirbt, braucht man durchaus schon ein paar Treffer, also mindestens 3 Direkttreffer oder halt 5 Treffer oder sowas, die nicht direkt sind, um zu sterben. Ja, so, was ich sagen wollte, mit den Slots. Es gibt hier sehr viele Waffen. Und man hat, wie man hier unschwer erkennen kann, auch eine etwas andere Grafik. Die Waffen sind auch ganz komplett andere Waffen. Und man hat aber Slots. Klassisch Doom, ne? Und zwar hat man die Slots 1 bis 0, also 1 bis 7 und 0. Ich hatte noch nie eine Waffe für 8 und 9, von daher weiß ich nicht, ob es da auch Waffen gibt. Und man kann, es gibt halt, wie gesagt, für Slot 1 gibt es zum Beispiel 3 Waffen, für Slot 2 gibt es glaube ich 5 Waffen oder sowas. Und man muss sich aber überlegen, welche Waffen man benutzen möchte. Weil man kann standardmäßig pro Slot nur eine Waffe tragen. Das heißt, nur eine Pistole.
oder ein Maschinengewehr auf Low Range oder eine Schrotflinte. Eine Slot 30er Schrotflinte bei Doom und sieben mehrere Schrotflinten. Man kann aber, wie gesagt, bei Slot 3 nur eine Waffe tragen, also eine Schrotflinte. Es gibt hier natürlich auch noch das Backpack, was wieder ein bisschen was verdoppelt. Zum einen auch, dass man pro Slot 2 Waffen tragen kann. Aber auch da, wie gesagt, ne, 2 Waffen heißt, man muss immer noch entscheiden, welche beiden Schrotflinten man nutzen möchte. Das heißt, es geht ja auch ein bisschen um Management. Noch dazu kommt ja, dass ich das Survival Patch installiert habe, wodurch wir auch insgesamt weniger Munition bekommen und tragen können. Was das Ganze halt noch ein bisschen mehr in diese, ne, in diese Drill bestimmt, dass man aufpassen muss, was man macht. Schiebt. So, dann gehen wir mal direkt los mit der Schutzpistole. So, da hinten war das auch noch einer. So. Da haben wir auch schon die erste Schrotflinte. Und, wow. Die erste Schrotflinte-Waffe. Allerdings sind alles beide Waffen, die ich nicht unbedingt brauche. Egal, die haben wir jetzt bekommen. Ein bisschen Munition. Genau, diese blauen Potion, die sind auch im Spiel erhalten. Allerdings, überall, wo diese Rüstungsdinger waren, hier war ja ne, dieser Helm, stattdessen gibt es überall Munition. Und zwar ist für Slot 2 die ganzen, naja, Kurzdistanzgewehre quasi, ist diese weiße Munition. Das hier ist für Slot 4, also für die, was ich jetzt noch gerade in der Hand habe. Das heißt, jeder Slot hat so seine Munitionstypen. Es gibt aber auch Waffen innerhalb eines Slots, die verschiedene Munitionen benutzen können. Zum Beispiel gibt es für Slot 1, da haben wir gerade eine Pistole. Die nutzt auch normale 45er Kaliber. Und es gibt aber auch für Slot 1 auch den Revolver. Der hat dann aber andere Munition als Revolver-Munition. Genau. Konnichiwa. So. Mal ein bisschen aufräumen hier. Ja, wie man sieht, die ganzen sind auch ein bisschen weniger auf Zack hier. Also, mir persönlich ist dieses Call of Doom fast schon zu low-off-mäßig. Aber gut, so, was willst du? Genau, hier unten hat man, sieht man jetzt, okay, Inventar 4 ist voll. Heißt also, wenn ich die Waffe aufnehmen möchte, dann muss ich erstmal eine andere von Typ 4 ablegen. Und das ist zum Beispiel, wie gesagt, eine Waffe, die ich nicht brauche. Also könnte ich weg. Und jetzt haben wir eine schöne andere Waffe für Stock 4. So, was haben wir hier? Mhm, ja. Nee, komm. Wir bekommen ja im nächsten Level Backpack, dann können wir mal 2 Waffen pro Slot tragen. Ist halt angenehm. Ach Gott, das ist ja dieser hier, dieser. Oh mein goodness. Ja gut, die Waffe ist leider ein bisschen total OP. Also, ich meine, es ist ja schön, dass es sowas gibt, aber ich weiß nicht. Wenn man die Waffe alles für sich machen lässt, dann wo bleibt der Spaß? Gut, außerdem, wie sieht die teilweise auch Sachen an, wo man gar nicht anvisieren möchte. Ja. Hallo? Nein, ich habe den Typen verpasst. Egal. Kommen wir später hin. Und nicht mehr. So. Können wir ganz kurz gucken? Genau. Das ist nämlich meine Lieblingsschrotflinte. Gibt es leider sehr selten. Meistens kaufen sie halt diese. Aber die hat wesentlich mehr Wumms. Und zugegebenermaßen auch wesentlich geileren Sound. Von daher nehmen wir auf jeden Fall die hier. So, gibt's noch was zu sagen? Ach ja, genau. Night Vision.
Es gibt bei dieser Mod. Genial. Es gibt. So. Es gibt bei dieser Mod. Gibt es durchaus Flashlight. Allerdings ist dieses Flashlight das von ganz alten, also von typisch die Brutal Doom Version, diese ganz einfache Flashlight Version, die mir persönlich so gar nicht gefällt. Ne? Also sowohl was der Realismus angeht, als auch was die Optik als solches angeht, vor allem auch dieses extreme Hinterherhängen. Nee, also das Flashlight hier nicht gut. Und mein Patch, was dieses realistische Flashlight hinzufügt, funktioniert leider nicht. Von daher habe ich mich dazu entschieden, dass ich halt nicht Flashlight benutze, sondern stattdessen hier hinzugefügt ist eine Night Vision. Also Nachtsichtgerät. Also erstmal natürlich die das wieder ausschalten. So. Genau, das heißt, wir haben quasi statt zum Flashlight haben wir jetzt ein Nachtsichtgerät dabei. Die ganze Zeit, dass wir halt manuell auswählen können. Halt, also wir brauchen nicht dieses Pickup, um Night Vision zu haben, sondern haben es halt quasi immer dabei und können es halt beliebig auswählen. So, das haben wir jetzt schon alles hier durch, oder? Ja, schön. Genau. Dazu sei noch gesagt, ich spiele hier die sogenannte Light Vision. Es gibt von Call of Doom einmal die normale Version und einmal die Light-Version. Vom Gameplay her ist es beides 1:1 das gleiche. Es geht wirklich nur darum, dass bei der Light-Version die Textur zum einen etwas runterskaliert sind. Das heißt, in der original Call of Duty-Version sehen die Texturen der Waffen noch detailreicher aus, als sie schon aussehen. Und wir haben auch mehr Frames in Animationen. Und wir haben auch für die Night Vision eine Animation, die jetzt hier einfach nur so an- und ausgeht. Bei der normalen Version hat man richtig so eine Aufsetzanimation und so eine Abnehmanimation. Allerdings spiele ich die Light-Version einfach, weil ich fürs Aufnehmen, da möchte ich nicht mein PC noch zusätzlich belasten. Für irgendwelches grafische Schnickschnack. Muss das sein. So, und damit haben wir die erste Map auch schon erfolgreich. Nein, stimmt nicht. Du findest doch eine Secret. So, jetzt müssen wir mal ganz am Anfang hier, damit ich das andere Dixon nicht öffnen kann. So, hier haben wir eigentlich schon alles mitgenommen, oder? Scheint es fast so. Ja, genau. Ach so, na gut, hier ist noch einmal ein bisschen Leben. Gut, dann holen wir uns jetzt noch das letzte Secret und dann war es auch für diese Folge schon. Erste Folge ist ja immer, also die erste Map ist immer ein bisschen kurz. Daran ändert auch Call of Doom leider nichts. Gut, dann bis zur nächsten Folge. So, mal gucken, ob meine ganzen Waffen aufgeladen sind. Also, nachgeladen. Mehr Waffen haben wir noch gar nicht. Nee. Gut, ich habe noch gar kein Safe-Game angelegt, fällt mir gerade mal auf. Wir speichern das Ganze als 0 Doom Ultimate. Wow. Doom Ultimate. Call of Doom Black Warfare. So heißt die Mod komplett. Beziehungsweise. Ja, komm. Und wir spielen Realism Tactical. Na gut, Tactical nicht ganz, aber Realism. Egal, ich hab's trotzdem so. Jutchen. Und da sehen wir schon, was uns in der nächsten Map erwartet. Andererseits, ihr kennt ja Doom mittlerweile. Die Maps sind ja allseits bekannt. Ja. Doom 2 werde ich auch nicht spielen, weil ganz ehrlich, Doom 2 geht mir selber ein bisschen auf den Sack. Doom finde ich ultra schön, vor allem die erste Episode. Aber Doom 2... Irgendwie komme ich bei Doom 2 mit dem Map-Design nicht klar. Je öfter ich Doom 2 spiele, desto mehr gehe ich mit den Maps auf den Sack. Bei Doom 1 hingegen... Die Maps sind ganz cool. Deswegen werden wir manchmal bei manchen Mods, wo es sich lohnt, auch Doom 1 und Doom 2 spielen, aber wenn ich einfach nur eine Gameplay-Mod vorstellen möchte, so wie hier Call of Doom, dann werden wir es in der Zukunft immer auf Doom 1 belassen. Genau. Gutchen, in dem Sinne würde ich dir mal sagen, schau mit V.